Guten Tag und willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD und dem wahrscheinlich letzten Part von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Denn wir betreten jetzt das Finale. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf beendet zu haben, bei 100%. Und ja, ich habe nochmal geschaut, habe alles vorbereitet, habe die Flaschen mit den Feen dabei, ich habe nochmal geguckt, ja, haben wir alle Herzen und so weiter. Und ich denke, ich möchte das Finale klassisch machen, auch wenn die Tränke, also die verbesserten Tränke, die wir da angeboten bekommen haben auf dem Markt, echt nochmal geil zum Schluss gewesen wären. Aber nee, ich hatte jetzt keine Lust, nochmal nur für ein, zwei Tränke nochmal zurück in die Gegenwart zu gehen und dann nochmal in Wolkenhort und dann da nochmal irgendwie was rumzuhampeln. Okay, Update-Daten wurden erfolgreich heruntergeladen. Wunderschön. Und damit können wir jetzt auch das Finale beschreiten mit den wunderschönen neuen Update-Daten. Keine Ahnung, wofür es war. Wahrscheinlich noch ein System-Update, aber ist ja auch egal. Oh, schön sieht es hier übrigens aus. Wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Ja. Wie ich es ernst meine. Sieh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Ich wäre damit zufrieden, das sieht verdammt schön aus. Aber er wird wahrscheinlich noch die Stage verändern, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir hier in so einem Wasserpfützchen kämpfen werden. Oh, scheiße. Ich hasse die Götter, hat er noch gesagt. Ich dachte, ich könnte das noch in Ruhe durchlesen. Ich denke nicht, dass wir hier kämpfen werden. Er wird das wahrscheinlich noch alles dunkler machen und so weiter. Ich werde dich zermalmen. Kannst du es probieren? Wie lange wirst du wohl vor mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Ich werde dir auf jeden Fall einen guten Kampf liefern. Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Ja. Na klar. Klar verdunkelt er es. War doch klar. Und die unendliche Macht. Wenn ich erst das Triforce habe, dann gehört diese Welt den Dämonen. Ja, wie gesagt, du kannst es probieren, aber ich werde mich auf jeden Fall erstmal dir in den Weg stellen. So. Weiß gar nicht mehr, wie der Kampf ablief. Wie, okay, mit A. Ich werde einfach mal was probieren. Okay, das bringt absolut nichts. Vielleicht muss ich auskontern. Ich weiß es nicht. Shit, ich konnte nichts tun. Ich schüttel immer ein bisschen zu spät. Ich glaube, ich muss sofort zuschlagen, kann das sein? Komm, mach. Shit. Ja, Mann. Nein! Okay, so funktioniert es auf jeden Fall. Er wehrt sich auf jeden Fall direkt, nachdem man gekontert hat. Aber man kann auch selber zuschlagen. Also direkt, nachdem man ihn ausgekontert hat.
Dadurch, dass man halt nicht so zurückgeworfen wird, kann man direkt zuschlagen. Na, Schild hoch. Jawohl, schönes Ding, Link. Wir haben ihn auf jeden Fall ordentlich zugesetzt. Aber es reicht logischerweise noch nicht. Wir müssen weitermachen. Zack. Zack. Okay, okay, okay. Wir haben ihn ordentlich getroffen. Aber komm. Na, schlag zu. Ich will so einen Wirbel machen, aber er lässt mich nicht. Jetzt aber. Hä? Was ist dieser Move andauernd? Okay, wir konnten ihn auf jeden Fall erstmal zurückschlagen. Und jetzt setzt die zweite Stufe ein, wo er sich wirklich richtig Mühe gibt. Oh, ein Elektroschwert. Aber unser... Oh, was? Unser Schild ist auf jeden Fall dagegen gewappnet. Wir können das abwehren. Ah! Scheiße. Okay, wir müssen anscheinend nicht nur einmal abwehren. Vielleicht mehrere Male in Folge. Ah. Nein, es war gerade entladen. Okay, ich weiß nicht, was es bringt, aber es muss irgendwas bringen. Scheiße, Mann. Oh, shit. Okay, so können wir ihn auf jeden Fall treffen. So können wir ihn auf jeden Fall gut treffen. Scheiße. Wir haben nur noch 2 Herzen. Komm, mach. Warum nimmt er denn nicht den Strahl? So, was ist, Fei? Was ist? Gebieter, deine Herzen haben sich dramatisch verringert. Ja, ja, ist gut. Okay, das war assi, aber wir haben... Wir haben noch die Feen. Oh, was? Die geben mir nur 6 Herzen? Oh, shit. Ich dachte, die machen mich voll. Crap. Okay. Ja, aber wunderbar. Ja, okay, 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 okay. Ich habe jetzt zwar zweimal kassiert. Das ist shit. Aber er hat auch ordentlich was aufs Maul bekommen. Warum denn? Ich weiß nicht, warum ich andauernd sein Schwert treffe. Tatsächlich. Link ist irgendwie nicht schnell genug. Okay. Was? Warum nicht? Warum konnten wir ihn jetzt nicht treffen? Komm schon, Mann. Das... Jawoll! Es wirkt auf jeden Fall vielversprechend, wollte ich sagen. Wir haben ihn getroffen. Ist er down? Das war's noch nicht, oder?
Oh, sein Schwert verschwindet auf jeden Fall schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Ein Menschlein besiegt von einem Menschlein. Beeindruckend, aber merkt ihr, es ist nicht vorbei. Mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören. Ihr beide, mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden, ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Ist er echt schon down? Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer der Finsternis verfolgen. Alter, was? Okay, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so schnell vorbei ist. Ich hätte schon damit gerechnet, dass ich einmal sterbe an ihm. Also komplett Game Over gehe. Vernichtung des Todbringers bestätigt. Seine noch verbliebene Essenz wird in das Masterschwert übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Alles klar. Und jetzt sehe ich endlich auch mal Content, den ich noch gar nicht kennen kann, weil ich habe diesen Fight als Kiddie nicht geschafft. Tatsächlich. Bisschen lächerlich, wenn ich mir anschaue, wie eigentlich schon leicht das war. Aber ich war wahrscheinlich als Kiddie immer zu ungeduldig, wollte dann ihn irgendwie angreifen. Und ich hab's als Kitty wahrscheinlich einfach nie geschnallt. Genauso wie ich Girahim erst nicht geschnallt habe. Und dann ich habe ihn zwar beim ersten Mal trotzdem besiegt, aber eigentlich nur aus Zufall. Weil beim zweiten Mal, als ich dann bei dem Drachen gegen ihn gekämpft habe, habe ich dann erst geschnallt, okay, man kann das Schwert unten hinhalten und dann trotzdem mit einem geschickten Schwung nochmal, also zum Beispiel, wenn man es nach links unten hält, das Schwert, dann packt er seine Hand, also Girahim hält dann seine Hand genau an die Stelle auch. Aber wenn man dann trotzdem nochmal nach links unten schwingt, macht Link eine Bewegung von rechts oben nach unten, also einen Schlag. Und damit kann man ihn dann treffen. Das habe ich ja jetzt auch erst beim zweiten Mal geschnallt, also okay. Man muss sich da ein bisschen reindenken und dann schafft man es auch. Weil sonst ist das Spiel einfach nur hau drauf und du kannst auch ausweichen und so weiter. Aber bei den beiden Gegnern hat das wirklich was gebracht. Erstmals in dem Spiel. Das hast du gut gemacht, Felix. Sorry, dass ich so viel laber, aber ich... Es gibt einfach so viel zu erzählen hier am Ende. Danke, Felix. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet habt. War nur ein Witz. Hier auch Charakterwandlungen bei Bardo mega geil. Also ich finde auch immer in Filmen finde ich es wichtig, dass die Charakter einen bestimmten Wandel einfach durchleben müssen, weil ohne wirkliche Charakterentwicklung ist einfach langweilig. Irgendwie gehört das dazu. Sowohl in Filmen als auch in Spielen, als auch im richtigen Leben. Und ich denke, genau deswegen erwartet man eine Entwicklung der Charaktere. Gerade deswegen, weil es einem einfach
auch bei den realen Personen auffällt. Auch du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach Quatsch. Bin froh, dass ich helfen konnte. Nachdem wir fertig sind, will ich endlich in meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Alles klar. Fei, hast du auch noch was zu sagen? Göttin Hylia, ich meine Zelda, ich bin so froh, dass ihr in Sicherheit seid. Ah, die Musik. Die Musik. Oh, und da fällt mir jetzt auch auf, ich hab's auch im Let's Play selber gesagt, ich hab viel zu wenig auf die Musik geachtet. Das bereue ich so extrem. Ich hab das Spiel ein bisschen zu wenig genossen. Aber da muss ich auf jeden Fall noch was zu erzählen. Am Ende, wenn die Credits durchlaufen, kann ich ja noch ein bisschen zu erzählen, auch warum jetzt länger kein Video mehr kam, warum die Thumbnails nicht vernünftig bearbeitet waren. Das kommt jetzt auch so langsam wieder, aber alles nach der Reihe. Ich werde es gleich dann bei den Credits erzählen. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Sie muss bleiben. Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin, Bezwinger des Todbringers, Felix der Held. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Verschwindet sie? Das bedeutet, Gebieter, hier trennen sich unsere Wege. Ja, also trennen müssen wir uns auf jeden Fall von ihr. Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fallen. Ja. Eigentlich unglaublich. Feiert. Komm, jetzt macht doch nicht so einen Quatsch. Und ja, es ist immer noch derselbe Joy-Con, falls ihr euch fragt. Ach Mann, ey. Okay. Feiert uns so lange begleitet. Es ist für mich auch kaum zu denken, dass wir sie nun zurücklassen müssen. Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bringe das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Entbinde mich nun meiner Aufgabe, Gebieter. Okay, was sein muss, muss nun mal sein. Nun gut, du warst ein wenig nervig, aber Grunde auch immer für uns da. Lebe wohl, Fei. Ich wollte gerade sagen, passiert noch was? Felix. Ja? Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiten. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Was ist mit der Schwertscheide? Muss die nicht da bleiben? Oh, er hat Scheide gesagt. Ja, lustig. Was ist damit? Ich meine, das gehört doch eigentlich zum Schwert mit dazu, oder nicht? Aber unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Ja, das Abenteuer war schon was.
Felix, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl Freude. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt mein Bewusstsein bereits in Schlaf zu verfallen. Ich möchte dir noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinem Weg oft gehört und nun möchte auch ich es dir sagen. Danke. Mein Gebieter, Felix. Vielleicht werden sich unsere Seelen irgendwann erneut begegnen. Das Detail an Link, wie auch die Augen gezittert haben. Aus Trauer und Freude gleichzeitig. Ja, krass. Wie gesagt, ich habe das noch nie gesehen, diese Szene. Aber Impa, du musst mit uns kommen. Impa muss in der Vergangenheit bleiben, ne? Ja. Zelda, ihr besitzt Talias Erinnerung. Ihr wisst doch, ich gehöre in diese Zeit. Na. Ja, aber... Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Ist wahrscheinlich die beste Option. Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht allein zurücklassen. Aber was heißt das? Ist das Spiel dann abgeschlossen und bleibt das dann in den Zustand? Oder passiert noch irgendwas, dass das Spiel zurückgesetzt wird zu dem Punkt, bevor wir den Kampf begonnen haben? Ich bin gespannt, ob man den Boss dann nochmal machen kann oder ob das tatsächlich abgeschlossen wird. Ich finde es immer schöner, wenn das abgeschlossen wird. Weil es ist zwar cool, den Kampf da nochmal zu machen und überall rumgehen zu können mit dem Schwert und so, aber wenn man ein Spiel abgeschlossen hat, dann ist es doch auch schön, wirklich damit abschließen zu können. Und nicht einfach, dass es dann heißt, ja, es wird jetzt zurückgesetzt und es ist quasi so, als hättest du das nicht gespielt. Das ist doch kacke. Also bitte auch das Spiel abschließen an dieser Stelle. Danke. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch dieses... Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen und die Welt zu retten, wie Hylia es bestimmt hat. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Jemand muss darüber wachen. Es darf nicht wieder erwachen. Er darf die Welt nie wieder bedrohen. Das ist unsere Aufgabe. Wir Sheikah sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforce ist zu mächtig, um blind darauf zu vertrauen. Stimmt, das hat eine Statue vom Himmel geholt. Krasser Scheiß. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Die Göttin Hylia hat mich dies gelehrt. Wisst ihr noch? Kriegt sie einen Armreif? Ja, sie kriegt einen Armreif. Nimm ihn an! Wir werden uns wiedersehen. Ganz bestimmt. Ja! Sie nimmt ihn an! Oh, ich dachte, sie nimmt ihn nicht an. Holy shit!
Und das Zeitportal. Es schließt sich. Und verschwindet. Wer ist eigentlich das Mütterchen? Oh! Ja klar! Erstmal hin. Geht's ihr... Das ist Impa! Es ist Impa! Ja, macht aber auch Sinn! Wegen dem Zopf! Oh, ist das schön! Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Holy shit. Das ist cool. Und können wir hier jetzt auch das Schwert wieder mitnehmen? Sie verschwindet? Ja, sie hat ihre Bestimmung auch erfüllt. Impa, ich danke dir. Danke. Und wir sehen jetzt auch endlich, was hinter dem Tor ist. Wir konnten, glaube ich, nur kurz da reinschauen. Aber konnten nie wirklich erblicken, was dort hinter ist. Und dort steht es nun. Das Masterschwert. Holy shit. Richtig schönes Ende. Ja, und jetzt wollte ich ja eigentlich noch was erzählen. Mir ist leider entfallen, was? Es... Scheiße, ey. Es tut mir echt leid. Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch erzählen wollte. Aber auf jeden Fall, was ich noch weiß, vielleicht war es auch genau das, ich weiß es nicht. Aber was ich ebenfalls noch unbedingt erzählen wollte, ist... Ach so, zur Charakterentwicklung, glaube ich. Irgendwie sowas? Kann das sein? Ach, ich weiß es nicht. Ich fange auf jeden Fall am besten mal mit dem an, was ich noch weiß, bevor ich es auch wieder vergesse. Und zwar... ja, warum genau ist... in letzter Zeit nicht so viel passiert. Ich glaube, genau das war's. Ich glaube, genau das wollte ich sagen. Weswegen ich nichts hochgeladen habe, weswegen ich keine, weswegen ich die Thumbnails nicht vernünftig gemacht habe. Ja, das liegt daran, dass ich einfach zurzeit, ja... wegen der Arbeitsstelle, muss man einfach so sagen. Ich komme nach Hause, hab dann nicht mehr so wirklich Lust, noch irgendwie was aufzunehmen oder was zu machen. Ich sitze dann einfach nur hier und... Oh, und man sieht jetzt Zeldas Abenteuer. Das ist geil! Ja,
ja, okay, ich sitze dann hier, möchte mich einfach nur ausruhen und meist ist auch so 17 Uhr oder so und bis, ach komm ey, ja, ich lege am besten die Controller mal hier hin. So. Die Reichweite von denen ist nämlich irgendwie, also gerade vom rechten Controller, ist sehr kurz, habe ich so das Gefühl. Und wenn ich hier so die Arme verschränke, dann bricht meist die Verbindung ab, was ich irgendwie ein bisschen lächerlich finde, aber na gut, ist egal. Ich komme halt nach Hause, möchte mich einfach nur noch ein bisschen entspannen. Ist meist so 17 Uhr 30, manchmal auch sogar 18 Uhr und da bleibt nicht oft noch Zeit zum Aufnehmen. Da denke ich mir halt immer so, ja gut, ich könnte jetzt noch aufnehmen, das fertig machen für morgen, dann hochladen oder es erst morgen hochladen, wenn ich nach Hause komme. Aber ich dachte mir, nee, komm, hab dann überlegt, was kannst du machen. Und ich werde jetzt auf Nachtschicht gehen und kann dort dann direkt nach der Arbeit einfach schlafen. Kann jetzt dann auch um, keine Ahnung, werde das dann so 15, 16 Uhr wahrscheinlich, werde ich dann ein Video machen, das schneiden und so. Und kann das dann auch zu 20 Uhr hochladen. Oder wenn ich mehrere produziere, für den nächsten Tag für 16 Uhr hochladen. Also es wird sich in nächster Zeit alles wieder verbessern. Und was mir gerade nochmal eingefallen ist, aber ich wollte erstmal ausreden mit der Arbeit. Was mir gerade nochmal eingefallen ist, ich habe die Musik und generell das Spiel viel zu wenig genossen. Und zwar, weil ich einfach, na, ich weiß nicht, ich war halt am Zocken, hab mir nicht die Zeit dazu genommen. Ich möchte das auf jeden Fall auch besser machen in den nächsten Spielen. Mir einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das Problem dabei war aber auch, ich habe halt auch immer diese Pausen zwischendrin gehabt und mache halt zwei Projekte gleichzeitig, immer abwechselnd. Und wenn halt jeden zweiten Tag dann Skyward Sword kommt, dann brauche ich viel länger dafür, logischerweise für die 40 Parts jetzt, hätte ich Minimum 80 Tage gebraucht. So habe ich jetzt sogar noch länger gebraucht, weil ich halt zwischendurch immer Pausen hatte und jetzt halt auch die längere Pause. Und ich denke mir halt auch immer so, oh, ich hätte eigentlich auch mal wieder Bock auf ein neues Projekt, aber dann musst du das hier erst abschließen, was sich natürlich lohnt, aber in der Situation, wo man dran denkt oder wo man dann irgendwie hier sitzt und dann sich so Gedanken darüber macht, hat man irgendwie nicht wirklich Bock, wieder alles zum Laufen zu bringen hier, dann das auch mit dem Joy-Con kotzt mich mega an, dass das immer die Verbindung verliert, weil halt in emotionaleren Szenen, das kommt gar nicht gut. Aber sowas von nicht. Man hat es eben gemerkt und es war einfach nur nervig. Ich hätte im... Genau da. Man hat es gerade gesehen an der Statue. Ich hätte im Strahl kotzen können, einfach nur. Okay. So. Nachdem das jetzt alles raus ist, wie gesagt, es wird sich alles bessern. Ich werde jetzt auch die Thumbnails wieder neu machen, also nachmachen. Und ich werde auch in nächster Zeit wahrscheinlich auch mal öfters wieder streamen. Also, wenn ihr Bock auf den Kanal habt und an der Stelle nochmal danke, dass so viele abonniert haben und zugeschaut haben, sich die Videos angeschaut haben, obwohl ich nichts Neues gebracht habe, quasi nur Streams von League und zwischendrin halt auch von Roblox, weil ich nett gefragt wurde, auch immer gerne in die Kommentare damit, falls ihr wollt, dass ich irgendwas spiele. Wofür mein Kanal ja am Anfang nicht wirklich, also seit Anfang nicht wirklich steht. Für diese Art von Spiele. Gerade League nicht. Obwohl Roblox, klar, zu Anfang, aber die meisten Streams waren halt über League. Und dafür steht mein Kanal absolut nicht. Also vielen Dank an der Stelle, dass sich das trotzdem so viele Leute angeschaut haben und so viele Leute abonniert haben. Und dann nochmal,
für Leute, die unbedingt wissen wollen, was hier auf meinem Kanal abgeht, Twitter. Twitter, Leute. Auf Twitter vorbeischauen ist in den, in der Infobox ist das drinne. Könnt ihr anklicken, aber ich heiße auch Fellow99, @Fellow99. Also werdet ihr mich wahrscheinlich auch ziemlich easy finden. Genauso wie auf YouTube, wenn man Fellow99 richtig eingibt. Und jetzt genießen wir nochmal diese kleine Musik. Ja, schön. Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen. Den Wind auf meiner Haut spüren. Jetzt. Jetzt möchte ich hier leben. Den Boden unter meinen Füßen spüren und zu den Wolken aufblicken und das Triforce beschützen. Felix. Was wirst du nun tun? Wir werden das Erdland genießen und dieses Projekt endlich abschließen. Und an der Stelle auch, ich wurde gefragt, ob ich nicht einfach mal das Spiel bewerten könnte, weil ich das sonst nie getan habe. Und da muss ich sagen, ja, kann ich gerne mal machen. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich das Spiel bewerten? Mit Sternen, mit Punkten. Ich denke, ich werde es auf einer Skala von 0 bis 10 halt oder von 0 bis 100, wie auch immer, bewerten und würde im Spiel einfach mal eine... Möchtest du das Spiel erneut beginnen und dich dem Heldenmodus stellen? Gerade wollen wir das nicht. Aber ich überlege es mir, vielleicht machen wir es in ferner Zukunft, in ferner Zukunft, wohlgemerkt. Vielleicht doch nochmal. Aber gerade nicht. Möchtest du zum Titelbildschirm zurückkehren, ohne zu speichern? Ohne zu speichern. Nein, ich will schon noch speichern. Möchtest du das Spiel erneut beginnen und dich dem Heldenmodus stellen? Okay, dann schauen wir nochmal kurz rein. Und, deine bisherigen Fortschritte werden gelöscht. Möchtest du das Spiel wirklich im Heldenmodus spielen? Ja, ich möchte damit abschließen, zu jedem Preis. Alles klar. Gut, und das war's mit The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wie gesagt, meine... Elgato Gaming? Elgato Gaming? Was war das? Warum ist das passiert? Läuft die Aufnahme noch? Sieht man das auch in der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Ja, komm, jetzt bitte laber hier nicht. Ich möchte das jetzt abschließen. Also, ich habe das Spiel noch nicht bewertet. Ich würde im Spiel eine 7,6 oder 76 von 100 geben. Einfach... Oder 7,7 oder 77 von 100. Ey, jetzt komm, hör auf. Hör auf mit dem Müll. 77 von 100, einfach nochmal den Extrapunkt. Weil... Hallo? Es reagiert jetzt gar nicht mehr?
Hä? Was ist hier los? Okay, Leute, wir schließen am besten sofort ab, bevor das hier noch komplett am Rumspacken ist. Naja, wie dem auch sei. Ich würde im Spiel einfach eine 77 von 100 geben. Einfach der eine Punkt nochmal aus Sympathie dem Ende gegenüber. Wahrscheinlich würde ich das Spiel schlechter bewerten, wenn ich das Spiel nicht in meiner Kindheit gespielt hätte, sondern Skyward Sword und Skyward Sword HD direkt hintereinander gespielt hätte. Aber so muss ich sagen, auch wenn die Texturen relativ matschig waren an einigen Stellen, haben sie die Charaktere gut hinbekommen, fand ich. Das HUD sieht bisschen besser aus, ja, okay. Aber, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, ich würde es wahrscheinlich schlechter bewerten. Wahrscheinlich so auf eine 70 oder 68 oder irgendwie sowas. Ich würde es wahrscheinlich schlechter bewerten, wenn ich das Spiel nicht in meiner Kindheit gespielt habe. Aber damit verbinde ich so viele Erinnerungen einfach aus meiner Kindheit. Deswegen muss ich das Spiel so abschließend bewerten. Ich hatte erst gedacht, okay, 75. Da habe ich gedacht, war eigentlich schon cool, das mal wieder zu spielen. Und so eine Bewertung ist einfach immer etwas Persönliches. Also hat es wahrscheinlich nicht verdient, aber trotzdem 76, 77, irgendwie sowas. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr das Projekt verfolgt habt. Ich werde dann noch Hyrule Warriors zu Ende spielen. Vielleicht noch den DLC. Ich muss mal schauen, ob ich das machen möchte. Und dann werden wir auch in Kürze wieder ein neues Projekt beginnen. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich dann bis zum nächsten Projekt. Und ciao.